Anfang des Jahres ging ja die Diskussion über Schwaben in Berlin hoch her. Selbst Bundestagsvizepräsident Thierse hatte sich seinerzeit beschwert, es hieße immer noch Schrippen und nicht Wecken. Ja, inzwischen ist allerdings eine neue, viel unschönere Dimension erreicht. Wahre Schwabenhasser sprühen ihre Botschaften vor allem an Wände und Häuser in Prenzlauer Berg und bedienen sich jetzt dabei Parolen, die wirklich an die finsterste Zeit in Deutschland erinnern. Kein Platz für Nazis. Ein Luftballon in der Riekestraße gibt die Antwort auf das Kürzel TSH, totaler Schwabenhass. Seit neuestem ist es an mehreren Wänden in Prenzlauer Berg zu sehen. Für Schlagzeilen gesorgt hatte vor allem diese Parole: Kauft nicht bei Schwaben. Ein Aufruf zum Boykott, der an den Anfang der Judenpogrome der Nazis erinnert. Und das nur ein paar Häuser entfernt von der Synagoge in der Riekestraße. Auch weitere Anti-Schwaben-Schmierereien finden sich in der Nähe. Wer dahinter steckt, ist unklar. Polizei und Staatsschutz ermitteln. Der regierende Bürgermeister sprach von einer unsäglichen Aktion. Der stellvertretende Bezirksbürgermeister Jens Holger Kirchner sagte der Abendschau telefonisch, er halte die Parole für eine Grenzüberschreitung und Unverschämtheit, die mit aller Härte zurückgewiesen werden müsse. Die meisten Anwohner sehen die Sache gelassener, ärgern sich höchstens, dass die Schwabendebatte jetzt wieder hochkocht. Eigentlich gehe es doch um was ganz anderes, sagt Hans-Jürgen Buntrock, der seit 20 Jahren das Restaurant Seeblick in der Riekestraße betreibt. Diese, was jetzt angesprüht worden ist gegen die Schwaben, da ist das Wort Schwabe ein Synonym für die Leute, die hergekommen sind mit deutlich mehr Geld als die anderen. Es ist ja hier auch durchaus eine massive Umverteilung passiert in den letzten 10 Jahren. Das ist mehr ein soziales Problem als ein Problem zwischen den germanischen Stämmen. Oder woher es auch immer kommen mögen. Ja? Also das ist, ja. Auch gebürtige Schwaben, die wir beim Mittagessen antreffen, halten die Debatte für überzogen und fühlen sich alles andere als bedroht. Bloß weil es ein Graffiti gibt, heißt es nicht, dass ich mich davon betroffen fühle. Weder als Schwabe noch als Berliner. Und ich finde, das Komische an dieser ganzen Geschichte ist, dass man ja nie weiß, von wem diese Schwabenhetze, vielleicht sind es ja auch Juxaktionen, man weiß es ja nicht genau. Kein Mensch weiß ja, wer es macht. Und von daher finde ich, solange man nicht weiß, von wem es ist, fühle ich mich jetzt auch nicht wirklich verfolgt. Ich glaube nicht, dass es den Schwabenhass gibt. Okay. Wohnen Sie auch hier? Ja, wir wohnen hier um die Ecke. Sind Sie Schwaben? Wir beide sind Schwaben, ja. Nein, wir fühlen uns wohl. Die Schwabendebatte, fragt man Anwohner, handelt es sich um eine Scheindebatte, unqualifizierte Schmierereien, hin oder her.